Willkommen an alle. Mein Name ist Pascal Lotta. Ich bin heute hier mit Botschafter Jack Matlock, einem der angesehensten Karrierediplomaten der Vereinigten Staaten, einem Mann mit einem tiefgreifenden Wissen über die sowjetisch-russische Geschichte. Wir werden die aktuelle Krise in der Ukraine sowie die Beziehungen der USA und der NATO zu Russland im Allgemeinen diskutieren. Jemanden wie Botschafter Matlock vorzustellen, ist eine herausfordernde Aufgabe, da seine Liste von Erfolgen und außergewöhnlichen Erfahrungen unglaublich umfangreich ist. Zum Beispiel erlebte er die Kuba-Krise als Diplomat in Moskau im Jahr 1962 und wurde 1971 zum Direktor für sowjetische Angelegenheiten im Außenministerium ernannt, wo er an fast allen wichtigen US-sowjetischen Gipfeltreffen in den 1970er Jahren teilnahm. Unter anderem diente Botschafter Matlock als US-Botschafter in der Tschechoslowakei von 1981 bis 1983 und vor allem als letzter Botschafter der Vereinigten Staaten in der Sowjetunion von 1987 bis 1991. Seine Pflichten in Moskau endeten nur wenige Monate vor der Auflösung des Landes selbst. Nach seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst wechselte Botschafter Matlock in die Bereiche Geschichte, Lehre und Schreiben. Er verfasste drei Bücher über die Sowjetunion und die US-Außenpolitik. Das erste, Autopsy of an Empire, wurde 1995 veröffentlicht und reflektiert das Ende der Sowjetunion. Diesem folgte Reagan und Gorbatschow, wie der Kalte Krieg endete, im Jahr 2004. Sein jüngstes Buch, Superpower Illusions, wie Mythen und falsche Ideologien Amerika in die Irre führen und wie man zur Realität zurückkehrt, wurde 2010 veröffentlicht. Botschafter Matlock hat öffentlich einige der gängigen Erzählungen über das Ende des Kalten Krieges und die NATO-Erweiterung kritisiert und erklärt, dass es ein Fehler war. Botschafter Matlock, vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Es ist mir ein Vergnügen. Botschafter Matlock, einige Leute beschreiben die aktuelle Situation als den Beginn eines neuen Kalten Krieges. Als jemand, der den eigentlichen Kalten Krieg an vorderster Front der US-Außenpolitik erlebt hat, teilen Sie diese Meinung? Ist es eine faire Einschätzung zu sagen, dass wir jetzt in einen neuen Kalten Krieg eintreten? About the conflict between communism and, I would say, capitalism, between. Nun, wir scheinen so zu handeln, als ob wir es wären. Allerdings denke ich, dass es dafür keine gültige Grundlage gibt. Der Kalte Krieg handelte wirklich von dem Konflikt zwischen Kommunismus und, würde ich sagen, Kapitalismus. Es war ein Zusammenstoß zwischen einer totalitären Regierung, die auf Marxismus-Leninismus basierte, was ein Klassenkampf war, eine Ideologie, die Revolutionen und revolutionäre Veränderungen legitimierte, mit dem Ziel eines sozialistischen Staates, der vom Proletariat regiert wurde, mit der Ausgrenzung, sogar Eliminierung, anderer Klassen. Das war die treibende Kraft dahinter. In der Praxis, sobald die Sowjetunion begann, ihre Version des Sozialismus zu verbreiten, die nicht das war, was wir demokratischen Sozialismus nennen, war es genauer, sie Kommunismus zu nennen. Sobald sie anfing, das anderen Ländern aufzuzwingen, meist mit Gewalt, löste dies den Kalten Krieg aus. Die Vereinigten Staaten, zusammen mit den Westeuropäern, organisierten die NATO, um die Westeuropäer gegen das, was damals eine kommunistische Bedrohung war, nicht nur von der Sowjetunion, sondern auch von ihren Warschauer Pakt-Verbündeten und den meisten osteuropäischen Staaten, zu verteidigen. Also, der Kalte Krieg handelte wirklich von dem Konflikt zwischen Kommunismus, Demokratie und Kapitalismus. And in the Warsaw Pact, allies in most of the East European states. So the Cold War was really about the conflict between communism and democracy and capitalism. Now, it ended by negotiation when Gorbachev dropped the ideology that had undergirded. The communist state, and not only dropped it as an ideology, but allowed the
Die Situation wurde durch Verhandlungen beendet, als Gorbatschow die Ideologie aufgab, die den kommunistischen Staat unterstützt hatte. Er verwarf sie nicht nur als Ideologie, sondern erlaubte auch den osteuropäischen Ländern, einen anderen Weg zu verfolgen. Dies war tatsächlich vorteilhaft für die Sowjetunion, da ihre staatlich geführte Wirtschaft, die versuchte, eine Marktwirtschaft durch eine vollständige staatliche Kontrolle, einschließlich Preisen und dem Fehlen von privatem Eigentum und Produktionsmitteln, zu ersetzen, sich als äußerst ineffizient erwies, um die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Zuerst und vor allem arbeitete er mit dem Westen im Rüstungswettlauf zusammen, was sicherlich in ihrem Interesse war, da es ihre Wirtschaft weit mehr belastete als unsere im Westen. Er erkannte auch an, dass das Wettrüsten zu einer äußerst gefährlichen Verbreitung von Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen geführt hatte, da die Sowjetunion biologische Waffen entwickelte. Dangerous arms race and nuclear weapons and even in other weapons of mass destruction because the Soviet Union was developing biological weapons. They had large stocks of chemical weapons. Sie hatten große Bestände an chemischen Waffen, obwohl ich nicht glaube, dass eine Seite die Absicht hatte, die andere anzugreifen, war der Grund für diese Waffen, die andere Seite von einem Angriff abzuhalten. Es bestand jedoch ein reales Risiko von Fehlern, Fehleinschätzungen. Und wir kamen während der Kuba-Krise sehr nahe an einen Atomkrieg. Glücklicherweise konnten wir diese Dynamik über einen Zeitraum von 3 oder 4 Jahren in den späten 1980er Jahren verändern. Wir begannen uns auf Aufgaben zu konzentrieren, die wir beide erfüllen mussten, Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten konnten. Es lag im Interesse beider Länder, das Wettrüsten und tatsächlich alle anderen zu reduzieren. Denn wenn ein Atomunfall passieren würde und seine Auswirkungen sich ausbreiten würden, würde dies jeden betreffen. Tatsächlich gab es auf dem Höhepunkt genug Atomwaffen, um die Zivilisation 7-mal zu zerstören, wie geschätzt wurde. Einige Leute schlugen vor, es könnten sogar 12-mal so viele sein. Ich fragte mich, warum jemand auch nur ein einziges Mal ein Risiko eingehen würde. Daher glaube ich, dass einer der Fehler, den wir gemacht haben, darin bestand, anzunehmen, dass der Westen oder die Vereinigten Staaten oder die NATO einen Sieg im Beenden des Kalten Krieges errungen hatten. It was a negotiated solution in everybody's interest. And it was possible because Gorbachev changed radically the rationale for the Cold War. Die Lösung wurde im Interesse aller Beteiligten ausgehandelt. Dies war möglich, weil Gorbachev die ideologische Begründung für den Kalten Krieg radikal veränderte, indem er den Wettbewerb zwischen Kapitalismus und Sozialismus beendete. Heute sind sowohl Russland als auch China im Wesentlichen kapitalistische Länder, während China zwar eine kommunistische Partei hat, die potenziell viel kontrolliert, können sowohl Russland als auch China grundsätzlich als Partner oder Wettbewerber betrachtet werden. Schließlich ist Wettbewerb ein grundlegender Aspekt des Kapitalismus. Ein Rennen darum, wer am effizientesten die meisten Güter produzieren kann. Daher gibt es keine Grundlage für das, was wir heute als erneuten Kalten Krieg auf ideologischer Ebene bezeichnen. Der zweite Punkt, der aufkam, war eine gemeinsame Wahrnehmung sowohl im Westen als auch in Russland, dass die Auflösung der Sowjetunion das Ende des Kalten Krieges markierte. Das ist nicht korrekt. Der Kalte Krieg endete mindestens 2 Jahre vor der Auflösung der Sowjetunion. Die Auflösung der Sowjetunion war nicht etwas, das die Vereinigten Staaten und die meisten ihrer Verbündeten wünschten.
The Cold War ended at least 2 years before the Soviet Union broke up. And the breakup of the Soviet Union was not something that the United States and most of its allies sought. As a matter of fact, the first President Bush, in a famous, at that time, speech to the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada, advised the Ukrainians. Tatsächlich riet der erste Präsident Bush in einer bemerkenswerten Rede vor dem ukrainischen Parlament den Ukrainern und anderen nicht-russischen Republiken, mit Ausnahme der drei baltischen Länder, sich an Gorbatschows Unionsvertrag zu halten. Gorbatschow versuchte, eine freiwillige Föderation auszuhandeln. Obwohl wir die drei baltischen Staaten nie als rechtlich Teil der Sowjetunion betrachteten und glaubten, dass sie das Recht hatten, ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen, wären wir mit einer freiwilligen Föderation aus 12 Republiken zufrieden gewesen. Gorbatschow jedoch, in seinem aufrichtigen Bestreben nach Demokratisierung, beseitigte effektiv die totale Kontrolle der Kommunistischen Partei über das Land. Dies führte zu verschiedenen Problemen. Die Wirtschaft begann mit dem Wandel zusammenzubrechen und gleichzeitig begann der Nationalismus der verschiedenen nichtrussischen Völker und Republiken sich zu entwickeln. Tatsache ist, dass als die Sowjetunion zerbrach, die Auflösung vom gewählten Führer der Russischen Föderation angeführt wurde. Peoples and republics began to develop, and the fact is that when the Soviet Union broke up, that breakup was led by the elected leader of the Russian Federation. It was not pressure from the West. And I tell Russians, don't blame us. You elected the man that brought down the Soviet Union. Es gibt keinen Druck aus dem Westen. Ich sage den Russen, gebt uns nicht die Schuld. Ihr habt den Mann gewählt, der die Sowjetunion zu Fall gebracht hat, indem er zunächst mit ukrainischen und belarussischen Führern zusammengearbeitet hat. Ohne die Zusammenarbeit Russlands wäre dies wahrscheinlich nicht geschehen. Dies wurde jedoch von vielen im Westen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, als das Zurücklassen der Welt mit nur einer Supermacht interpretiert. Die vorherrschende Meinung war, dass wir zuvor zwei Supermächte hatten, die die Welt beherrschten, und jetzt mit nur einer könnte sie die Welt beherrschen. Beide Aussagen sind falsch. Während des Kalten Krieges kontrollierten die USA und die Sowjetunion nicht die Welt. Wenn wir das getan hätten, hätten wir die Probleme im Nahen Osten und an vielen anderen Orten gelöst. Wenn Sie eine Supermacht mit einem großen Arsenal an Atomwaffen gleichsetzen, müsste ich fragen, mächtig in welchem Sinne? Ja, wir haben die Macht zu zerstören. Wir hätten beide die Welt auslöschen können. Aber ermöglicht diese Macht es ihnen, das Leben anderer Menschen positiv zu verändern? But is it power that allows you to change other people's lives? Is it power that allows you, an outsider, to create democracy in another country? After all, democracy was famously defined by our. Ist es die Macht, die es Ihnen, einem Außenstehenden, ermöglicht, in einem anderen Land die Demokratie zu etablieren? Schließlich wurde die Demokratie von unserem Präsidenten Lincoln berühmt als von den Menschen, durch die Menschen, für die Menschen definiert. Wie kann also ein Außenstehender das schaffen? Tatsächlich neigt es dazu, nach hinten loszugehen, wenn Außenstehende beginnen, sich in die Innenpolitik einzumischen, selbst mit den besten Absichten. Daher glaube ich, dass das Problem darin bestand, dass in den 1990er Jahren, anstatt die europäische Sicherheit durch eine inklusive Organisation zu stärken, die sicherlich Russland und die anderen europäischen Mitglieder der Sowjetunion einschließen würde, die Entscheidung Ende der 1990er Jahre getroffen wurde, die NATO zu erweitern. Dies war etwas, wogegen ich und andere nachdrücklich geraten haben. Nun können wir fortfahren. Ich würde sagen, dass die aktuelle Krise eine ist, in der Präsident Putin angegeben hat,
dass sein Hauptproblem die fortgesetzte Expansion der NATO gewesen ist und er Zusicherungen möchte, dass sie jetzt aufhört. Das Problem ist jedoch mehr als nur die Expansion der NATO. Denn wir haben nicht nur begonnen, die NATO zu erweitern, sondern anfangs wurde dies von Präsident Putin akzeptiert. Because we not only began expanding NATO, and at first that was accepted by the President Putin. He didn't particularly like it, but he accepted it. He even accepted inclusion of the three Baltic states. As I have pointed out, that was always an exception in our policy. Er mochte es nicht besonders, aber er akzeptierte es. Er akzeptierte sogar die Aufnahme der drei baltischen Staaten. Wie ich bereits hervorgehoben habe, war dies immer eine Ausnahme in unserer Politik. Wir waren immer der Meinung, dass sie ihre Unabhängigkeit haben sollten. Als jedoch die Expansion weiterging und nicht nur das, begann die Bush-Regierung, sich aus den Rüstungskontrollverträgen zurückzuziehen, die das Fundament für das Ende des Kalten Krieges gewesen waren. Zuerst der Vertrag über antiballistische Raketen, dann andere. Ich glaube, dass diese Kombination zusammen mit den Bemühungen von Amerikanern und Westeuropäern, Revolutionen in einigen der ehemaligen Sowjetstaaten anzuzetteln, wie die Farbrevolutionen, die Orangene Revolution, die Rosenrevolution und so weiter, als Einmischung in Länder angesehen wurden, die, obwohl nun unabhängig, zuweilen jahrhundertelang Teil Russlands gewesen waren. Und offensichtlich sind alle Länder sehr sensibel in Bezug auf das, was an ihren Grenzen geschieht, keines mehr als die Vereinigten Staaten, die immer reagiert haben, wenn es Versuche von europäischen Mächten gab, eine Basis in der westlichen Hemisphäre, insbesondere in der Karibik oder in Mittelamerika, zu etablieren. Which has always reacted, if there were attempts by European powers to establish some base in the Western Hemisphere, and particularly in the Caribbean or Central America. So, it's hard for me to understand why our political leaders do not understand that whatever we may think of policies that President Putin has been following in Russia, and if I were a Russian, I would... Es fällt mir schwer zu verstehen, warum unsere politischen Führer nicht begreifen, dass es unabhängig von unseren Meinungen zu den von Präsident Putin in Russland umgesetzten Politiken letztendlich Russlands Problem ist. Wenn ich Russe wäre, würde ich mir über einige dieser Politiken ziemlich Sorgen machen. Die Vorstellung jedoch, dass wir die Situation positiv beeinflussen können, indem wir militärische Aktionen unterstützen, insbesondere in Regionen nahe Russland, oder indem wir eine Allianz direkt an ihre Grenzen bringen, ist zutiefst fehlerhaft. Ich möchte auch hinzufügen, dass der Einsatz von Wirtschaftssanktionen nicht die beabsichtigten Ergebnisse liefert. Diese Sanktionen belasten oft die gewöhnlichen Menschen am meisten, während diejenigen, die die politischen Entscheidungen treffen, weniger betroffen sind. Daher erreicht diese fast obsessive Abhängigkeit von Wirtschaftssanktionen nicht ihre Ziele und verschlimmert in vielen Fällen nur die Situation. Um also Ihre ursprüngliche Frage zu beantworten, ja, wir verhalten uns so, als wären wir in einem kalten Krieg, was ich für einen erheblichen Fehltritt halte. And in many cases is simply making the situation worse. So, to get back to your original question, yes, we are acting as if we're in a Cold War. I think that is hugely mistaken. Ich teile Ihre Sicht auf die Situation. Tatsächlich bin ich erleichtert, dies von Ihnen zu hören, angesichts Ihrer direkten Erfahrung mit dem echten Kalten Krieg.
Die ideologische Grundlage ist verschwunden und hat nur den geopolitischen Konflikt hinterlassen, der nun in ähnlichen Begriffen dargestellt wird. Die zugrunde liegenden Dynamiken haben sich jedoch völlig verändert. Steve Wald hat dies kürzlich in einem Artikel für die Foreign Policy als einen Mangel an Empathie beschrieben, ein Unverständnis dafür, wie die Welt von der anderen Seite, insbesondere aus Russlands Sicht, aussieht. Warum verhält sich der Westen so? Es scheint fast so, als ob der Westen in einer ideologischen Denkweise gefangen ist, aus der er sich schwer befreien kann. Dies gilt insbesondere für bestimmte Entscheidungsträger, die, selbst wenn sie darüber informiert werden, dass die NATO von Russland als Bedrohung wahrgenommen wird, die Idee abweisen und in Frage stellen, wie jemand die NATO als Bedrohung sehen könnte. Yes, well, I think he's right. And you know, this to some degree is true of every country. So much of the foreign policy is driven by domestic politics. Mm-hmm. And I think we see that both of our parties, by the way, the leaders of both of our parties seem to be on this kick of trying to act as if we Ja, nun, ich glaube, er hat recht. Dies trifft in gewisser Weise auf jedes Land zu. Ein erheblicher Teil der Außenpolitik wird von der Innenpolitik beeinflusst. Wir können dies bei beiden unserer politischen Parteien sehen. Die Führer beider Parteien scheinen zu versuchen, uns als Teilnehmer eines neuen Kalten Krieges mit Russland und China darzustellen. Sie reagieren oft auf emotionale Themen und manchmal auf innenpolitischen Druck. Unser militärisch-industrieller Komplex hat tiefe Wurzeln im Kongress. Militärindustrien sind in fast jedem Kongressbezirk präsent. Ehrlich gesagt, als wir die NATO erweiterten, waren einige der effektivsten Lobbyisten unsere militärisch-industriellen Unternehmen, wie Lockheed und andere, die Waffen an osteuropäische Länder verkaufen wollten. Obwohl ich nicht glaube, dass viele Menschen dies direkt in Betracht ziehen, braucht man keine Überschallflugzeuge und Flotten von Flugzeugträgern, um den Terrorismus zu bekämpfen. Das ist seit dem 11. September die Hauptbedrohung. Allerdings braucht man einen großen Feind, ein großes Land. Russland und China passen zu dieser Beschreibung. Ein kleineres wie der Iran ist nicht ganz ausreichend. But you know, you don't need supersonic aircraft and flotillas of aircraft carriers to deal with terrorism. That has been the real threat, you know, since 9/11. But you need a big enemy, a big country. It's Russia, China meet that requirement. A small one like Iran is not quite enough. So I think that, you know, politically there are. And second, I think that for some reason in American politics, and I think this is true of many other countries. I'm not saying. Also, ich glaube, dass es politische Aspekte zu berücksichtigen gibt. Zweitens, aus irgendeinem Grund in der amerikanischen Politik, was ich glaube, dass es auch für viele andere Länder zutrifft, sind die Drücke, insbesondere das Verlangen nach Prestige, im Inland immens. Nehmen Sie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, als Präsident Biden schließlich aus Afghanistan abzog, ein Schritt, der vor mindestens 10 Jahren hätte erfolgen sollen. Jeder wollte, dass das passiert, aber aufgrund der Art und Weise, wie es ausgeführt wurde, sank seine Zustimmungsrate wahrscheinlich um fast 10 Punkte. Die Leute mögen es nicht, ihren Präsidenten als Versager wahrzunehmen. Und dieses Gefühl ist in fast jedem Land verbreitet, einschließlich Russland. Ja, ich glaube, das ist ein Problem. Ein Vorteil, den ich hatte, als ich für Präsident Reagan arbeitete, war seine Empathie. Vielleicht hat seine Ausbildung als Schauspieler dazu beigetragen. Die Leute haben ihn oft abgetan und gesagt, oh, er ist nur ein Schauspieler.
Was weiß er schon über Politik? Aber er hatte die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Er verbrachte mehr Zeit damit, Gorbatschow, seinen Hintergrund, seine Motivationen und so weiter zu verstehen und zu lernen, als er es bei vielen anderen Angelegenheiten tat. Obwohl er nicht gut in historischen Fakten bewandert war und in diesem Sinne kein Intellektueller war. And though he was not, he didn't know a lot of the facts about history and so on, he was not an intellectual in that sense. Aber du hast ihn ausgebildet. Ja, als menschliche Wesen. Sie haben ein simuliertes Treffen durchgeführt, richtig? Zwischen Gorbatschow und Reagan, wo Sie Gorbatschow dargestellt haben. Ja, in der Tat. Vor zwei der Treffen führten wir jedoch eine kurze Probe durch. Ich war mir über Gorbatschows Argumente zu bestimmten Themen im Klaren, da er sie zuvor im Fernsehen geäußert hatte. Wir waren uns dessen bewusst. Daher haben wir solche Vorbereitungsübungen für zwei der Gipfeltreffen durchgeführt. Dies führt mich bequem zu einer anderen Frage. Angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine bestreitet Russland weiterhin vehement jegliche Pläne, die Ukraine zu überfallen. Sie bestehen darauf, dass sie nicht in den Krieg ziehen werden und keine Absicht dazu haben. Dennoch berichten westliche Medien hartnäckig über die Präsenz russischer Truppen, was auf eine bevorstehende Invasion hindeutet. Selbst der ukrainische Präsident hat davor gewarnt, die Situation zu übertreiben. Was halten Sie von diesem Szenario, in dem der Westen anscheinend besorgt über etwas ist, das die andere Seite so stark leugnet? Wie interpretieren Sie das? Well, I don't think it makes sense. I think we have a group, particularly in Washington and maybe also in London in particular, that are totally devoted to almost circular reason on these issues. Nun, ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich glaube, wir haben eine Gruppe, vor allem in Washington und vielleicht auch in London, die sich fast ausschließlich mit zirkulärer Argumentation mit diesen Themen beschäftigt. Es ist sehr schwierig, eine abweichende Meinung in unseren großen Publikationen zu finden. Es scheint eine Kampagne gegeben zu haben, Präsident Bolton zu dämonisieren und diese Themen persönlich zu behandeln. Das, glaube ich, ist nie eine gute Sache. Ronald Reagan verurteilte den Kommunismus aufs Schärfste. Er bezeichnete ihn als ein böses Imperium, aber er hat nie öffentlich einen sowjetischen Führer beleidigt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie gebildete Menschen einem Weg folgen können, der an Logik zu mangeln scheint. Ich werde oft an diese wunderbare Zeile in der Poesie erinnert: Oh, welch ein Geschenk diese Macht gibt, uns selbst so zu sehen, wie andere uns sehen, von Burns, dem schottischen Dichter. Das ist für die meisten Menschen, nehme ich an, eine Herausforderung. Aber die Wahrheit ist, ich glaube, wir tun uns selbst und anderen einen schlechten Dienst, ebenso wie Präsident Putin, der auch sehr emotional reagiert und so tut, als würde er von Präsident Biden eine öffentliche Kapitulation in diesen Fragen verlangen. That we are doing ourselves and others a disservice, as is President Putin, who is also dealing in a very emotional way and handling this as if he is demanding sort of a public capitulation on these issues by President Biden. That's not going to work. So it's not that this current thing is all just one side. But the tragedy is that Ukraine's problems are internal. And the support for das wird nicht funktionieren. Es ist nicht so, dass die aktuelle Situation völlig einseitig ist. Die Tragödie besteht darin,
dass die Probleme der Ukraine intern sind. Nur eine Seite zu unterstützen, insbesondere mit militärischer Hilfe, wird das Problem nicht lösen. Ohne westliche Einmischung wäre es viel einfacher, eine friedliche Lösung zu finden. Zumindest ist das meine Meinung. Ich habe sehr kritisch beurteilt, wie wir damit umgegangen sind, aber ich entschuldige auch nicht Präsident Putins Vorgehen. Seine Rhetorik war in etwa: Tu, was ich sage, oder sonst. Trotz der öffentlichen Auftritte endet jede Seite, auch inmitten harter Worte, mit den Worten: Wir werden unsere Verhandlungen fortsetzen. Wir streben strategische Stabilität an. Ich glaube nicht, dass Präsident Putin beabsichtigt, die Ukraine zu überfallen. Das wäre sicherlich kostspielig für die Ukraine, aber auch in vielerlei Hinsicht für Russland. Er ist ein kluger Mann. Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Allerdings glaube ich, dass unsere Reaktion gemessener hätte sein können. And he's a smart man. I don't think he's going to do that. But I think that the way, and I think that it would have been better if our response had been a little more moderated. I don't know why, you might say, our media has been, you know, so involved in hyping the prospect of war. I cannot imagine that actually there is going to be. Ich verstehe nicht, warum unsere Medien so sehr damit beschäftigt waren, die Aussicht auf Krieg anzufachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Invasion tatsächlich stattfinden wird. Bisher ging es nur darum, die russischsprachigen Menschen im Osten, in der Donbass, zu unterstützen. Wir unterstützen Menschen in vielen verschiedenen Ländern. Zum Beispiel haben wir Truppen in Syrien, die von der syrischen Regierung nicht angefordert wurden. Daher scheint es mir, dass wir keinen wirklich gültigen Grund für diese Rhetorik haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Putin sich sehr wohl bewusst ist, dass es praktisch keine Chance gibt, dass die Ukraine in absehbarer Zeit der NATO beitritt. Unter anderem würde dies eine einstimmige Abstimmung aller NATO-Mitglieder erfordern. Es ist bereits klar, dass einige Länder, wie Ungarn und möglicherweise Kroatien, nicht dafür stimmen würden. Ich bezweifle auch, dass Frankreich oder Deutschland dies tun würden. In gewisser Weise denke ich also, dass er die Bedrohung für ihn übertreibt. Allerdings glaube ich, dass, wenn beide Seiten leise beginnen könnten, mehr Bereiche der Zusammenarbeit zu finden und die Rhetorik herunterzufahren, dies zu einem besseren Ergebnis führen könnte. Daher bin ich hier nicht völlig pessimistisch. Ehrlich gesagt, denke ich, dass unsere Medien in ihrer Berichterstattung nicht sehr verantwortungsbewusst waren. Has not been very responsible in its coverage, and by in effect placing President Biden under a great public pressure not to back down, that they are certainly not hoping finding a way to solve it. Tatsächlich steht Präsident Biden unter erheblichem öffentlichen Druck, nicht nachzugeben. Und sie hoffen sicherlich, eine Lösung zu finden. Bei all den laufenden Verhandlungen gab es jedoch mehr als ein Treffen pro Woche mit hochrangigen Beamten. Ich glaube, die Diplomatie ist im Gange und ich hoffe, sie wird bald einige Ergebnisse bringen. Ich glaube nicht, dass wir am Rande eines Krieges stehen. Das Problem ist jedoch, dass wir es unbeabsichtigt schwieriger machen, die Probleme zu lösen, es sei denn, wir vermitteln den Ukrainern, dass die Schaffung eines föderalen Systems und die Gewährung einer gewissen Autonomie für die Donbass nicht unbedingt eine schlechte Sache ist. Sie haben sich seit der Vereinbarung in Minsk dazu verpflichtet, haben aber konsequent abgelehnt.
Es gibt Berichte, dass Präsident Biden sie dazu drängt. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich hoffe es. Es könnte Entwicklungen geben, denen die Presse nicht viel Aufmerksamkeit schenkt. Und ich hoffe, dass diese einige positive Ergebnisse haben werden. Es ist sicherlich nicht korrekt, dies als Kampf zwischen Demokratie und Autokratie zu betrachten. Leider steht die Ukraine kurz davor, ein gescheiterter Staat zu werden. Und das ist nicht ganz Russlands Schuld. Trotz aller Rhetorik hoffe ich, dass die Entscheidungsträger dies verstehen. Ukraine, unfortunately, is very close to a failed state. And it's certainly not all Russia's fault. But I would hope that despite all the rhetoric, our people who are making decisions understand that. Darf ich Sie als Karrierediplomat nach dieser interessanten Taktik fragen, die Russland am 17. Dezember angewendet hat? Sie haben zwei Vertragsentwürfe veröffentlicht, einen an die USA und einen an die NATO, in denen Sie erklären, dies ist die Verhandlungsbasis, die wir wollen. Ich fand diesen Ansatz sehr ungewöhnlich. Es scheint, als würde er in die öffentliche diplomatische Sphäre spielen. Wie interpretieren Sie diese Strategie? Es ist klar, dass es nicht nur eine Position der Stärke für Russland ist, da es eine Ausgangsbasis festlegt, von der sie sich jetzt nicht mehr zurückziehen können. Was glauben Sie, ist Ihre Verhandlungsstrategie mit diesem Schachzug? Nun, ich weiß es nicht. Sie müssen sie fragen. Wir haben während des Kalten Krieges entdeckt, dass es nicht funktioniert hat, Vorschläge zu veröffentlichen, als wären sie Herausforderungen. Eine der ersten Dinge, die wir zu tun begannen, als ich beratend tätig war, war, unsere Vorschläge leise zu testen. Wir würden etwas vorschlagen und fragen, ob es in Ordnung ist oder ob etwas damit nicht stimmt. Wir würden versuchen, eine Lösung zu finden. Nach und nach konnten wir Wege finden, die größten Probleme zu umgehen. Wenn Sie etwas öffentlich vorantreiben, würde ich sagen, dass wir in den 90er Jahren keine russische Regierung hatten, die wirklich in der Lage war, leise einen Vorschlag zu machen, wie sie in die europäische Sicherheit integriert werden könnten. Es gab mehrere mögliche Wege, zum Beispiel durch die Stärkung der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. The Organization for Security and Cooperation in Europe. There could be other things, and there could have been. Es könnten andere Möglichkeiten bestehen. Zum Beispiel hätten Organisationen bestehen können, die die NATO mit ihren ursprünglichen Mitgliedern einschlossen und unter dem damals vorgeschlagenen Partnerschaft für den Frieden mit allen anderen Ländern operierten. Ich glaube, es war das Versagen unserer westlichen Regierungen in den 1990er Jahren, dass wir dies nicht umgesetzt haben. Stattdessen verfolgten wir die NATO-Erweiterung, die zwangsläufig das Art von Problem schaffen würde, mit dem wir heute konfrontiert sind. Darüber hinaus schlug Präsident Medvedev während seiner unglücklichen Amtszeit auch einen Vertrag vor. Ich glaube, es war ein bedeutendes Versäumnis, diesen Vorschlag nicht ernst zu nehmen. Es könnte auch heute noch ein Fehler sein, wenn wir ihn nicht ernst nehmen. Aber ich bin mir unsicher, inwieweit unsere Regierungen ihn als Teil der laufenden Verhandlungen in Betracht ziehen. Die öffentliche Wahrnehmung davon als Herausforderung ist sicherlich nicht vorteilhaft. Aber ein Teil dieses Images könnte eher von den Medien als von den Regierungen selbst geschaffen werden. Ich finde es zutiefst bedauerlich, dass wir ständig übersehen, dass einige der bedeutendsten Friedensinitiativen in Europa während der Entspannung aus Russland stammten. Die Initiative für die KSZE war eine sowjetische Initiative,
die durch neutrale Länder erleichtert wurde. Schließlich führte sie nach 5 Jahren Verhandlungen zu einem bemerkenswerten Durchbruch. Daher fällt es mir schwer zu verstehen, warum der Westen derzeit diese russischen Aufrufe zu dem, was sie immer wieder als eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur bezeichnen, abweist. Dies wird völlig als russische Propaganda abgetan. Ich habe Schwierigkeiten, dies zu verstehen, weil es mir so erscheint, als seien diese Aufrufe aufrichtig. Glauben Sie auch, dass Russland in dieser Hinsicht aufrichtig ist? Oder vermuten Sie, dass sie möglicherweise Hintergedanken haben? Well, I think they have a right to have a certain, you know, secure borders. Nun, ich glaube, sie haben ein Recht auf sichere Grenzen. Gorbatschow hatte recht, als er sagte, dass Sicherheit unteilbar ist. Sie ist entweder für alle oder für niemanden, und ich denke, das ist grundsätzlich wahr. Wenn es einen Fehler gab, dann lag er in der Ausführung. Um ehrlich zu sein, habe ich die Details nicht untersucht und ich war seit 30 Jahren nicht an der Politikgestaltung in den Vereinigten Staaten beteiligt. In dieser Hinsicht bin ich sehr viel ein Außenseiter. Seit der Zeit, als wir das Ende des Kalten Krieges verhandelten, habe ich jedoch immer an die Schaffung einer europäischen Sicherheitsstruktur geglaubt, die alle einschließt. Man kann keine Sicherheit haben, wenn man anfängt, große Länder, insbesondere Russland, auszuschließen. Die Vorstellung, dass die russische und westeuropäische Kultur völlig entgegengesetzt sind, ist absurd. Die Russen sind Europäer. Sie sind vielleicht nicht genau wie die anderen, aber dann sind die Schweden auch nicht genau wie die Italiener oder die Finnen wie die Spanier. They're not exactly like the others, but the Swedes are not exactly like the Italians, for crying out loud. Or the Finns like the Spaniards. I mean, this idea that Russia is not Europe. Russia has been a major part of international relations in Europe, you know, since certainly the 18th century and even earlier to some degree. So, die Vorstellung, dass Russland nicht Teil Europas ist, ist falsch. Russland spielt seit mindestens dem 18. Jahrhundert, wenn nicht früher, eine bedeutende Rolle in den internationalen Beziehungen Europas. Die Überzeugung, dass wir die westliche Zivilisation verteidigen müssen, die in den letzten Jahrhunderten westeuropäische und nordamerikanische Dominanz durch Kolonialismus impliziert hat, ist veraltet. Diese Ära ist vorbei. Ich glaube, die Zukunft wird Sicherheitskooperation erfordern und ein Ende der geopolitischen Spiele, die im 20. Jahrhundert zu 2 Weltkriegen geführt haben. In einem nuklearen Zeitalter, in dem die Entwicklung biologischer Waffen einfach ist und Cyberkrieg alles zum Stillstand bringen kann, brauchen wir diese Konfrontationen nicht. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Spannungen zu deeskalieren. Wenn es notwendig ist, einige Grenzen zu ändern und die dort lebenden Menschen zustimmen, sollte es dafür einen Prozess geben. Das emotionale Argument, dass Nachgeben gleichbedeutend mit der Nichtverteidigung der Demokratie ist, ist haltlos. Not defending democracy. I mean, this just has no basis in fact. Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass wir diesmal diejenigen sind, die sich Illusionen hingeben. Nehmen wir zum Beispiel Bosnien. Wenn Selbstbestimmung der entscheidende Faktor für Grenzen wäre, würde Bosnien heute völlig anders aussehen. Dies ist jedoch etwas, das die NATO und die Europäische Union nicht akzeptieren würden. Täuschen wir uns also selbst? Kaufen wir derzeit bestimmte Ideale? Es tut mir leid. Könnten Sie das bitte wiederholen? Täuschen wir uns selbst, indem wir an bestimmte Ideale glauben, die in einigen Aspekten nicht umgesetzt werden,
Ich beziehe mich auf Situationen wie Bosnien und auch darauf, wie wir mit Orten wie den Golanhöhen umgehen. Die Golanhöhen und die Krim haben bemerkenswerte Ähnlichkeiten, aber diese werden völlig übersehen, insbesondere in den Medien. Ja, in der Tat ist die Einstellung zu diesen Angelegenheiten etwas verwirrt, glaube ich. Es geht hier nicht nur um Selbstbestimmung, sondern auch um die Anerkennung der Rechte von Minderheiten. Das definiert eine fortgeschrittene Demokratie. Nur weil eine Sprachgruppe, Religion oder eine andere demografische Gruppe 60% der Bevölkerung ausmacht, gibt ihnen das Recht, die restlichen 40% auszuschließen? Dies ist ein Problem, das besonders auf dem Balkan und insbesondere in Bosnien deutlich wird. In den Städten gab es eine vollständige Mischung von Ethnien. Ohne die meisten Menschen umzusiedeln, war es unmöglich, Gebiete zu schaffen, die von einer einzigen Nationalität dominiert wurden. Und wie geht man mit der weit verbreiteten Mischehe um, die in städtischen Gebieten üblich ist? Dies ist ein heikles Gleichgewicht, das es zu wahren gilt. Wenn wir jedoch über die Krim sprechen, die während der Sowjetzeit innerhalb der Ukraine ein gewisses Maß an Autonomie hatte, und Sewastopol, wo die Marinebasis nicht unter der Kontrolle der Ukraine, sondern Moskaus stand, handelt es sich um eine andere Angelegenheit. Dies war eine Übertragung, die aufgrund der Entscheidung eines Mannes, Nikita Chruschtschow, stattfand. Nun könnte man argumentieren, dass das Referendum unter Zwang durchgeführt wurde, und das war es auch. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass 96% oder welcher Prozentsatz auch immer der Teilnehmer nicht wirklich den Wunsch hatten, sich Russland anzuschließen. Aber ich bin auch ziemlich sicher, dass, wenn heute eine Umfrage durchgeführt würde, mindestens 70% oder so der Bewohner eine Präferenz für ein Leben in Russland äußern würden. In Wirklichkeit würden sie sich wahrscheinlich vollständige Autonomie bis hin zur Unabhängigkeit wünschen. Aber wenn man diese Situation mit der Art und Weise vergleicht, wie wir mit dem Kosovo umgegangen sind, sind wir im Grunde genommen in den Krieg gezogen. Leben gingen verloren und ein erheblicher Teil des Eigentums wurde zerstört. Wir waren tatsächlich die Ersten, die eine Verpflichtung aus dem Schlussakt von Helsinki verletzt haben, der vorschreibt, dass bei einer Grenzänderung beide Parteien zustimmen müssen. Serbien hat seine Zustimmung nicht gegeben, und diejenigen im nördlichen Teil des Kosovo, der überwiegend serbisch ist, dürfen sich jetzt nicht Serbien anschließen. Dies ist einer der Punkte, die Putin hervorhebt, dass wir einseitig Grenzen verändert haben, nachdem wir Todesfälle verursacht und effektiv Krieg geführt haben. Wie viele Opfer gab es bei der Annexion der Krim? Keine. Es gibt also viele, ich verstehe, dass Anwälte normalerweise darauf trainiert sind, beide Seiten eines Problems zu argumentieren. Und mein Punkt ist nicht, dass alles, was Putin tut, richtig ist, weit davon entfernt. Allerdings können die Vorwürfe, die wir gegen sie erheben, auch gegen die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten erhoben werden. Wenn wir über ungeprüfte Aggression sprechen, haben die Vereinigten Staaten nicht gegen den Rat von Russland, Deutschland und Frankreich ein Land überfallen?
das sie nicht angegriffen hatte und weit entfernt von ihnen war, nämlich den Irak. Daher scheint es heuchlerisch, wenn wir sagen, wir müssen uns gegen Russland stellen, weil es aggressiv ist, weil es versucht, Grenzen zu verändern. Das sind in der Tat Probleme, aber anzunehmen, dass wir als Gesetzgeber, Richter, Jury und Vollstrecker auftreten können, ist unrealistisch und ineffektiv. Ich hoffe, dass vernünftigere Köpfe beginnen werden, diese Fragen zu klären. Unsere Medien helfen der Situation nicht, und es ist wahrscheinlich, dass einige ihrer Handlungen von Elementen innerhalb der Regierung gefördert werden. Ich glaube jedoch, dass eine überwiegende Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung nicht möchte, dass wir uns in einen weiteren Krieg verwickeln lassen. Wenn wir das täten, würde das wahrscheinlich das Ende von Bidens politischer Karriere bedeuten. Ich glaube, Sie sind sich dessen bewusst. Also, was wir in gewissem Maße beobachten, ist eine Farce. Ich hoffe, dass beide Seiten die Situation allmählich deeskalieren werden. Ich glaube nicht, dass Russland einmarschieren wird, und wir haben immer klar gemacht, dass wir selbst wenn wir mehr Truppen nach Europa schicken, sie nicht in der Ukraine stationieren werden. And I think that, and I hope both sides are going to gradually calm down. I don't think Russia will invade. And we have always made clear that, well, if we send more to Europe, we're not going to put them in Ukraine. Ich hege eine bedeutende Hoffnung, und diese Hoffnung sind Menschen wie Sie. Aus meiner eigenen Forschung habe ich verstanden, wie geschickt das Außenministerium darin ist, Realisten einzustellen, die die Realitäten vor Ort wirklich untersuchen. Sie sind Teil einer langjährigen Tradition. Joseph Gru, der 10 Jahre vor dem Krieg als Botschafter in Japan diente, hatte eine tiefe Liebe und Bewunderung für Japan und ein tiefes Verständnis für seine Innenpolitik. Dann gibt es George Kennan und sein langes Telegramm. Dieser Mann hatte ein außergewöhnliches Verständnis für Russland und die Sowjetunion. Jack Matlock, Sie waren dort, Sie verstehen die Dynamik vor Ort wie kein anderer. Vielleicht meine letzte Frage, ich verstehe, dass Sie nicht direkt in die Diplomatie involviert waren, aber Sie haben einige der aktuellen US-Diplomaten ausgebildet. Ist das Außenministerium noch dasselbe? Ist es immer noch das Ministerium, das rationale Denker, echte Verhandler, fördert? Oder hat sich das Außenministerium auch verändert? Well, I think it's very, since I'm not in the State Department now, it's very hard for me to judge. I think that unfortunately, when the Cold War was over, Russian studies in the United States tended to decrease. Nun, ich glaube, es ist schwierig für mich zu urteilen, da ich derzeit nicht im Außenministerium bin. Leider gab es nach dem Ende des Kalten Krieges einen Rückgang der Russlandstudien in den Vereinigten Staaten. Wir hatten weniger Menschen, die das Thema ernsthaft studierten, obwohl das Land nun offen war und es Möglichkeiten gab. Von dem Zeitpunkt an, als ich anfing, Russisch zu lernen, dauerte es 13 Jahre, bis ich überhaupt besuchen konnte, aufgrund der damaligen Umstände. Wir hatten große Zentren für die Erforschung Russlands. Obwohl wir immer noch einige ausgezeichnete Studenten haben, glaube ich, dass das Außenministerium seine Grenzen hat. Es ist nicht so sehr das Außenministerium selbst, sondern eher die Tatsache, dass viele unserer ranghohen Diplomaten und hochrangigen Beamten des Außenministeriums politische Ernennungen sind. Zum Beispiel war einer der Botschafter, die wir während einer Periode ernsthafter Spannungen nach Moskau schickten, kein professioneller Diplomat, sondern ein Politikwissenschaftler. Diplomatie geht im Grunde genommen um den Umgang mit Menschen, nicht um Theorie. Wenn man sich zu sehr in eine bestimmte Theorie vertieft und den persönlichen Aspekt vernachlässigt, kann man auf Probleme stoßen. Einige realistische Theoretiker betrachten in ihrer einfachsten Form die Interaktionen zwischen Ländern, als wären sie Billardkugeln. Dies wird als realistische Perspektive betrachtet,
aber es ist eine fehlerhafte Analogie. You know, some realists, theoreticians, at the crudest, they say they think of interaction between countries like billiard balls. That's considered realist. And yet, that is a false analogy. Countries are not solid objects like billiard balls. They're all have divisions of various kinds, different types of leadership. But whoever the leader is, he or she is a human being with all of the faults that most of us have. A certain amount of egotism, how do you get to the top? Länder sind keine festen Einheiten wie Billardkugeln. Sie alle haben verschiedene Abteilungen und unterschiedliche Arten von Führung. Unabhängig davon, wer der Anführer ist, handelt es sich um einen Menschen mit all den typischen Fehlern. Ein gewisses Maß an Egoismus ist üblich. Wie sonst könnte man an die Spitze gelangen? Es besteht auch ein politisches Bedürfnis, die Kontrolle zu behalten und öffentliche Demütigungen zu vermeiden. Diese menschlichen Faktoren spielen eine bedeutende Rolle, etwas, das wir anscheinend vergessen haben. Im Allgemeinen wurde das Außenministerium etwas ausgehöhlt, mit vielen Rücktritten nach Trumps Wahl. Dies führte zu einem kontraproduktiven Wettbewerb um die Ausweisung von Diplomaten. Infolgedessen haben wir jetzt weniger diplomatische Posten als Russland. Und sie haben weniger in den Vereinigten Staaten. Die Anzahl des Personals wurde so stark reduziert, dass es, unabhängig von ihrer Kompetenz, einfach nicht genug Leute gibt, um die notwendige Arbeit zu erledigen. Das ist ziemlich tragisch. Ich hoffe, dass sich dies ändern wird. Ich weiß, dass wir immer noch hervorragende Einzelpersonen haben. Aber ich weiß auch, dass wir im Laufe der Jahre viele gute verloren haben. Allerdings kann ich dazu nicht viel mehr sagen. It's going to change. And, but I know we still have fine people. I do know that over the years we have lost a lot of good ones too. I can't really say much more. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Botschafter Matlock. Wir diskutieren jetzt seit einer Stunde. Obwohl ich noch weitere Fragen an Sie habe, verstehe ich, dass wir irgendwann abschließen müssen. Ich hoffe, in Zukunft erneut mit Ihnen sprechen zu können. Ihre Analyse und Einsichten, insbesondere Ihre Fähigkeit, aus einem Reichtum an Erfahrungen zu schöpfen, machen Ihre Perspektive unglaublich einzigartig. Ich schätze es, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald wieder in Kontakt sein werden. Danke. Thank you. Have a very good day. Thank you. Goodbye. Thank you.